Heute Abend auf dem Outdoor Fame Festival findet auch das One-on-One Super Battle statt. Da geht es um die deutsche Meisterschaft im Freestyle und Elvis und Muro treten gleich gegeneinander an. Was musstet ihr tun, um in dieses Finale zu kommen? Also Elvis musste damals in Köln letzten Monat die deutsche Meisterschaft gewinnen, die er heute verteidigen muss, darf gegen mich. Ich musste mich hier anmelden für das Battle, für das Vorbattle. Es waren 50 MCs auf dem Flyer und ich habe mich als letztes durchgekämpft, der Einzige, der übrig geblieben ist. Und somit stehe ich jetzt hier im Finale gegen ihn und ich freue mich drauf. Ich habe noch nie vor so vielen Leuten gestanden überhaupt. Hattest du schon erwähnt, gegen wen er sich damals durchgesetzt hat, als er Meister geworden ist? Gegen mich. Also das war das Ding. Also die letzte Paarung ist auch wieder die gleiche Paarung in Köln, die deutsche Meisterschaften, da hat er gegen mich gewonnen. Bin ich Vize-Deutscher Meister geworden. Sozusagen tritt der Vize-Deutsche Meister gegen den deutschen Meister auf. Das ist ein spannendes Ding. Ja, dann kennst du ja deinen Gegner schon, wa? Du hast ihn schon mal besiegt, das heißt, du hast schon den Schlachtplan. Einen Schlachtplan habe ich nicht, nee. Schlachtplan habe ich grundsätzlich vorher nicht. Aber ich kenne meinen Gegner und das Gute daran ist vor allem, ich mag meinen Gegner. Nicht, weil ich jetzt sage, ich habe total gute Chancen, sondern weil wir uns einfach so gut verstehen und seit Köln auch regelmäßig in Kontakt sind und hier auch schon irgendwie die Tage verbracht haben. Und von daher ist es halt so ein bisschen familiär fast schon. Also trotzdem wird es natürlich ein Battle, aber... Wie ist das so, wenn man sich so gut versteht und sich dann auf die Bühne stellt und sich gegenseitig beleidigt? Ja, so gerne mögen wir uns dann auch nicht. Sportlich. Sportlich. Ist wie so ein Freundschaftsspiel zwischen zwei Fußballclubs. Und wie viel legt man sich da vorher bereit, wenn man da antritt? Also du wusstest vorher, wer dein Gegner sein könnte, wenn du denn so weit kommst. Oft weiß man noch nicht, gegen wen man antritt. Also ich wusste es, groß vorbereiten kann ich mich nicht, also könnte ich mich machen, aber ich kann mich so viel vorbereiten, wie ich will. Wenn ich in diesem Moment auf der Bühne stehe, dann verfliegt das einfach alles so. Das ist das Ding. Dann fällt mir das nicht mehr ein. Also auch immer, finde ich immer persönlich, das ist das Beste, was rauskommt, wenn es gerade rauskommt. So, das ist das halt. Es gibt ja heute auch so ein paar Mischformen von Freestyle, wo dann, es gibt auch Battles, wo es so gemacht wird, dass man geht auf den Gegner ein, man hat ein bisschen Freestyle, dann hat man aber auch vorgeschriebene Sachen, die man bringt und so weiter. Bei One-on-One und bei euch beiden ist alles hundertprozentig gefreestylt oder hat man zumindest ein paar Lines im Kopf, die man sich eine halbe Stunde vorher dann noch überlegt und sich denkt, ey, den drücke ich ihm gleich. Ich glaube, das ist eigentlich alles gefreestyled. Das Einzige, was du wahrscheinlich sagen kannst, ist, dass du ein gewisses Grundrepertoire hast, mit dem du dich wieder so ein bisschen rausfischt. Wenn es total scheiße wird und man irgendein Wort benutzt, auf das man nur noch diesen einen Reim kennt, dann ist es meistens aber auch so niveaulos, dass das also auch keinem was bringt, dass er das vorher hat. Ich habe das Phänomen, dass ich meistens die Sachen nach 5 Minuten wieder vergesse. Also wenn ich mir was vornehmen würde, müsste ich es auf dem Weg zur Bühne jetzt machen. Und da ist man dann auch mit anderen Dingen beschäftigt, als mit Zeilen ausdenken gegen irgendjemanden. Also das ist schon Freestyle. Was ist denn der Preis außer der Ehre, den ihr bekommt? Also einer von euch. Okay, der Preis ist, der Erstplatzierte bekommt 2500 Euro und der Zweite 500 Euro. Der Erstplatzierte ist dann halt der offizielle deutsche Meister im Freestyle Battle und muss nächstes Jahr hier wieder beim Outdoor Fame Festival seinen Titel verteidigen. Okay, mit zwei... Es gibt natürlich noch so einen super fetten Gürtel, den von Outdoor Fame erstellten. Richtig super Ding, richtig schwer mit Leder und Metallplatten und richtig... Muah. Der übrigens mega schwer zu tragen ist und den ich von Hamburg ja wieder hierher schleppen musste. Also von mir aus kannst du ihn auch so haben, aber also den Titel würde ich nehmen, den Gürtel kannst du haben, der passt mir sowieso nicht. Das Leid des Champions. Wenn es um 2500 Euro geht, was glaube ich unseren Umsatz heute in den Schatten stellt, wie nervös ist man dann davor? Antworten wir ehrlich? Ja. Ja, okay, also ich bin nicht wirklich nervös. Wir haben auch so eine kleine Abmachung, die vielleicht dazu führen könnte. Die Abmachung, wir haben 3000 Euro, jeder kriegt 1,5. Letztes Mal habe ich gewonnen, dieses Mal gewinnst du. So leicht wollten wir es auch nicht machen. Wir haben gesagt, halt, der Gewinner nimmt 2000 mit, der Zweite 1000. So, damit ist jeder gut bedient und der Gewinner hat trotzdem was davon, so richtig was. Verstehst du? Dann passt das halt. Also, ihr habt freundschaftlich die Verhältnisse etwas umgedreht, aber es bleibt immer noch so, es kann nur einen geben, der den Gürtel mit nach Hause nimmt, ja. Und Tauri mehr. Ganz genau, ja. Okay, aber mega nervös macht's nicht. Ich meine, Nervosität ist vielleicht scheiße, wenn man irgendwie freestylen soll. Also nervös bin ich jetzt noch nicht. Also ich war auch noch nicht auf der Bühne und wenn ich da gleich oben stehen werde, einmal runtergucken werde, werde ich vielleicht kurz nervös. Aber sobald ich, das war bis jetzt immer bei meinen Battles. Ich bin zwar jetzt noch nicht vor so einer Kulisse aufgetreten, aber meistens immer, wenn ich nervös war, direkt, wenn ich das Mic in der Hand hatte, das erste Wort gerammt habe, dann ging das weg. Das verfliegt von automatisch so. Okay, wir werden uns gleich nochmal kurz sprechen, wenn wir wissen, wer von euch weint und wer lacht und sich freut, um das hier nochmal ein bisschen spannender zu machen. Und dann gucken wir mal, wer mir heute Abend einen ausgeben darf, weil er so dermaßen viel Kohle in der Tasche plötzlich. Muro. Ihr werdet direkt in Bar bezahlt, oder? Cash, also steht das drauf, Cash. So? Ja,
Also gleich direkt auf dem Zeltplatz Schlägerei oder wie? Also ich würde auf jeden Fall dann zusehen, dass sich das nicht zu sehr rumspricht hier vielleicht, dass ihr 2000 Euro in der Tasche habt. Okay, ich bin gespannt. Spaß dabei auf jeden Fall auch und euch beiden viel Erfolg, auch wenn nur einer zwei hat. Aber 1000 habt ihr beide schon sicher. Kann sich keiner beklagen, ey, 1000 Euro. Und ein geiles Festival noch dazu. Und ein geiles Festival. Okay, ich bin gespannt, was ihr macht, Alter. Viel Erfolg. Dankeschön. Bis gleich. Wie ihr seht, habe ich einen sehr geilen Gürtel, der leider nicht mir gehört. Es ist die offizielle deutsche Meisterschaft im Freestyle. Die Frage ist jetzt, wer von euch beiden hat diesen Gürtel gerade ergattert? Du. Icke. Du hast dich revanchiert und du hast ihn dieses Mal geschlagen. Ja. Ja. Okay, dann kriegst du jetzt auch deinen Gürtel zurück und jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie lief's denn? Was? Viel zu krasser Film, Alter, ganz krass. Also vor so vielen Leuten so, das ist einfach viel zu krass gewesen. Ich hab die Hälfte schon verpeilt, also das ging so wie so ein Film einfach. So 1000 Bilder und dann zack, auf einmal Titel, fertig. So, aber war auf jeden Fall ein heftiges Battle, Alter, richtig krass. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich muss darüber nachdenken, was du überhaupt gerappt hast. Ich muss erstmal ein paar Nächte drüber schlafen und dann kann ich nochmal überlegen, was da so abgegangen ist. So. Wir können uns nächste Woche gerne nochmal treffen, dann interviewst du mich von neu. Dann geht das klar. War es denn eine faire Entscheidung oder fühlst du dich um den Titel betrogen? Nein, es war absolut fair und ich gönne Muro das von Herzen und freue mich auch super, dass er sich so freut. Weil, um ehrlich zu sein, ich will diesen Gürtel gar nicht mehr mit nach Hamburg schleppen. Das ist viel zu schwer zum Schleppen und... Moment mal. Er hat ja nicht nur einen Gürtel gewonnen. Er hat auch noch 1000 Euro mehr gewonnen. Ja, und du sagst jetzt, ich will den Gürtel nicht tragen und verzichte deshalb auf 1000 Euro. Ja, gut, das Geld hätte ich genommen, aber er hat auf jeden Fall verdient gewonnen und es war ein super gutes Battle von uns beiden, glaube ich. Und es hat uns Spaß gemacht und das Publikum hat super mitgemacht, das muss man auch sagen. Ich habe vorher mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, das Publikum wird ein bisschen weggehen und so, weil zwischen den Acts und nur ein Freestyle-Battle. Es sind alle da geblieben, es haben alle mitgemacht, das ist super krass gewesen und wie gesagt, absolut verdienter Champion. Nächstes Jahr versaue ich dir den Titel in der Jury. Hat denn irgendwie gechoked oder so, Probleme gehabt vor all den Leuten oder wart ihr beide in Topform und am Ende war einer knapp besser? Ich glaube, auch das hat mir gerade im Tatwaffen nochmal bestätigt, es war wirklich so, dass alles on point war. Es ging immer hin und her, wurde mir gesagt, Ping-Pong-mäßig, Muro antwortet, Muro ist vorne, ich antworte, ich bin vorne und immer wieder hin und her. Ich war vorher so doof und habe freiwillig angefangen und habe gesagt, ich fange an. Und dadurch durftest du natürlich das letzte Ding setzen und dann war das Ping-Pong-Spiel natürlich gewonnen, das ist klar. Du warst auch cooler als ich, Alter. Ich habe hier schon gezittert hinter der Bühne, ey Junge. Und dann, da will man nicht anfangen, echt nicht. Vor so vielen Leuten, da willst du nicht anfangen. Und er bleibt da voll cool und fängt einfach locker leicht an, habe ich auch nicht verstanden. So, echt. Und wie viele Lines sind jetzt vorgekommen, die ihr euch vorher schon überlegt hattet und wie viel war jetzt alles noch bla? Ich denke mir, ihr habt ja schon gesagt, ihr macht alles komplett Freestyle, ihr könnt gar nichts vorbereiten, aber ich denke mir, wenn ich da stehe und ich weiß, ich battle gleich, dann überlege ich doch schon mal, was ich ihnen gleich sagen kann. Um ehrlich zu sein, ich habe mir tatsächlich auf dem Weg dahin was überlegt und das komplett vergessen, weil ich darauf gehofft habe, darf man bei euch das F-Wort sagen? Ja, darf man mit Sicherheit sagen. Ich habe darauf gehofft, dass du meine Mutter ficken willst. Ja? Und wollte dann sagen, es ist immer das Gleiche, aber er kann halt nicht anders, er fickt ja auch seine. Und die hatte ich mir so zurechtgelegt, aber ich habe sie nicht mehr rausgekriegt, leider. Und ja, aber ich glaube von dem, also ich habe jetzt nichts Vorbereitetes da gehabt, wo ich gesagt habe, das muss ich unbedingt bringen. Das war auf jeden Fall eine sehr geile Leine. Ich auch nicht großartig. So, das du bist ist derselbe in Falle getappt mit der Mutter. Nee, ich habe diesmal keine Mutter gefickt, aber ja, was eigentlich auch selten passiert bei so einem Battle, weil das ist echt angesagt, diese Mutterdinger so. Da können wir auch nichts für, aber ja. Da machst du nichts. Ey, du kannst dir 1000 Rhymes vorher, halbe Stunde vorher ausdenken, Digga, wenn du da vorne dann stehst, da verfliegt alles. Da weißt du im Moment gar nichts mehr. Eine Millisekunde, bevor du nicht anfängst, weißt du nichts. Wenn du dran bist, das Mikrofon im Mund hältst, kommt das alles von ganz alleine, Alter. Krass, okay, bei mir nicht, aber bei Leuten, die freestylen können. Du machst das doch auch sozusagen, so ein Interview ist auch freestyle-mäßig. Ja, Interviews kann ich, stimmt. Interviewen kann ich jetzt auch freestyle-mäßig, ja. Im Freestylen war ich immer eher so scheiße. Freestyle-Interview machst du einfach. Aber im Freestyle-Rappen war ich immer eher scheiße. Aber wie viele Leute gucken jetzt das Interview, sagst du? Ich hoffe viele. Siehst du, dann 20.000 Views wären schon schön. 20.000 Views, das heißt, es sind 20.000 Leute und du müsstest jetzt eigentlich der Aufgeregte sein. Bist du nicht? Das ist dasselbe Spiel. Alltag mit Toxic. Alltag. Manchmal habe ich Angst auch vor den Leuten. Ja, total. Und jetzt mit dem ganzen Geld, was wird gekauft? Ein Flieger. Den Lamborghini von Kollega. Der hat Kratzer gehabt. Muro hat den Lamborghini von Kollega verkratzt. Grüße. True Story. nein, das Ding ist, also ich mache einen Führerschein. So, ich bin 19 und habe immer noch keinen. Hört sich cool an. Im Führerschein hätte ich immer Bock drauf. Und ja, das werde ich mir dann machen wohl.
kaufe mir einen Führerschein. Ich habe auch gehört, ich müsste den bald nochmal neu machen. Also wenn das Geld für die MPU nicht reicht, dann werde ich auch bei irgendeinem Freestyle-Interview-Contest antreten. Gegen Visavi, du bist hiermit herausgefordert im offiziellen deutschen Meisterschafts-Battle Freestyle-Interview. Kann ich die Jury machen? Ja, von mir aus gerne. Mit Markus Lanz? Mit Markus Lanz? Ja. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein großes Kaliber dafür. Du, Markus Lanz und wen nehmen wir noch dazu? DJ Bobo. Und DJ Bobo. Freestyle Kings. Freestyle Kings, ey. Auf der großen Bühne, Alter. Okay, ich habe mir auf jeden Fall eine schwere Gegnerin rausgesucht, aber man möchte ja auch gegen Leute, die was können, antreten. Ne? Spannend. Ey, viel Spaß mit dem Führerschein. Was machst du mit dem Taui? Ich glaube, ich fange fest angestellt bei Auf deine Tour als Busbegleiter an. Nee, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe mir nichts darüber. Aber ich du hast 1000 Euro. Ja, schön. Jetzt okay. Versuche ich erstmal auf dem Zeltplatz nicht diese 1000 Euro wieder abgenommen zu bekommen. Ja. Und dann ist alles cool. Ich glaube, es ist gefährlicher hier im Backstage. Alles ja, Gangster-Rapper. Das stimmt tatsächlich. Hinter jedem Rücken wartet eine Zunge. Okay, ey, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Ja, feiert noch schön auch. Heute. Der Stress ist vorbei. Vielen Dank. Ihr habt es hinter euch gebracht. Ihr seid beide rich as fuck. Und jetzt geht ein bisschen Money rainen lassen auf dem Camping Place. Ganz krasser Film, Alter. Ganz krasser Film. Okay, schönen Abend. Ciao.